Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo zu GTA Online. Ihr habt es garantiert schon gemerkt, ihr kommt aktuell in GTA Online nicht rein. Ihr werdet auch gefordert, den Prolog neu zu starten, obwohl ihr die Story vielleicht sogar schon 100% durch habt. Aber ihr müsst den Prolog in Anführungszeichen neu starten, um GTA Online nutzen zu können. Das ist natürlich Blödsinn. Der Grund, warum GTA Online nicht verfügbar ist, dass Rockstar aktuell Wartungsarbeiten an den Servern vornimmt. Ich zeige euch mal kurz die News dazu. Das heißt, ihr könnt ja hier selbst lesen. Die Wartungsarbeiten dauern ungefähr bis zum 17. Januar, 6 Uhr morgens. Das heißt, ungefähr 24 Stunden. Kann natürlich plus minus ein paar Stunden sein. Also seid nicht so ungeduldig, Leute. Aktuell, wie gesagt, Rockstar muss ja auch irgendwie jetzt mal an den ganzen Fehlern arbeiten. GTA Online war ja bis jetzt immer nur bedingt spielbar, sage ich einfach mal. Sie haben sich gebessert, auf jeden Fall. Aber es war auch wirklich manchmal ein Desaster, in GTA Online überhaupt reinzukommen. Und daran arbeiten die Jungs gerade wohl von Rockstar. Finde ich cool, Leute. Macht weiter so. Wenn ihr es schafft, vielleicht, wenn die Server mal 100% arbeiten und wir können GTA Online mal endlich wirklich genießen. Gut, das war wie gesagt nur ein kurzes Infovideo, deswegen werde ich auch nicht in GTA Online online sein. Ich wollte es vorhin spielen, kurz ein paar Sachen ausprobieren, aber geht natürlich nicht. Und jetzt mal ganz kurz zum Event. Die Videos werden gerade gerendert, ich zeige das mal ganz kurz. So, hier wird gerade schon was gerendert, ist gleich fertig. Das heißt, der erste Teil von dem Affenzirkus-Event ist gleich fertig gerendert. Es waren ungefähr 2,5 Stunden Aufnahme, davon waren... War theoretisch gesehen nur die erste Stunde. Ja, man zurückkommt das Event selbst. Danach haben wir noch ein bisschen Zirkus gemacht, also ein bisschen Blödsinn. Aber ich natürlich dann auch hochladen. Und verzeiht mir bitte, Leute, meine Elgato Game Capture, übrigens das Programm hier, das Programm, damit zeichne ich auf, hat ein bisschen rumgespannt und hat meine Settings wieder auf Standard zurückgesetzt. Das heißt, dass auch die Audioaufnahme vom Spiel zwar vom Sound selbst leise ist, aber da das ja auch von Xbox aufgenommen wird, also auch die Kommentare von den Jungs, die dabei waren, fallen diese auch leiser aus. Ich bin hier fast ausgetickt vor Wut, ey. Weil ich dachte, so ein tolles Programm, so teuer. Das Programm wirklich ist super. Aber warum es sich zurückgestellt hat, weiß ich auch nicht. Das lag wohl am letzten Update, ich weiß es nicht. Können vielleicht die anderen Let's Player da draußen sagen, die auch die Elgato Game Capture HD nutzen. Aber diese Settings wurden einfach zurückgesetzt und... Ja, also man kann euch schon hören, also meine Mitspieler, aber sie sind halt leise und das ist ein bisschen nervig. Naja, okay. In dem Moment ist auch schon die Aufnahme fertig. Das heißt, das erste Video ist gleich ist gerendert worden und den ersten Part, übrigens eine halbe Stunde, werde ich jetzt gleich hochladen. Sind etwa 4,5 GB, das heißt, wird ein paar Stunden dauern, also ich habe mal 1-2 Stunden. Moment, ich packe es in halben Stunden Parts, weil es einfach sonst zu viel ist. Die erste Aufnahme war eine Stunde. 1 Stunde 8 Minuten, dann die zweite war 1 Stunde und 4 Minuten und die letzte Aufnahme war irgendwie an die 34 Minuten, also wirklich massig, also wirklich viel Gameplay. Das ist sogar schon mehr als ein XXL Let's Play, also ihr könnt euch nicht beschweren, dass ich ein paar Tage jetzt nichts gemacht habe. Ihr kriegt jetzt hier ein absolutes Highlight zu sehen, denn es waren auch ein paar bekannte Gesichter dabei. Der Let's Play Onkel war dabei, wenn auch nur kurz, er... War auf jeden Fall dabei, war cool. Wir haben das erste Mal sein Slam Massive Inferno gespielt, war wirklich cool. Wenn auch ein bisschen überladen von starken Waffen, war aber trotzdem geil. Dann auf jeden Fall war der 616-Player dabei. Ihr kennt ihn alle, den guten Khalid. Viele Grüße an dich. Leider war der DeWeed nicht dabei, den hätte ich mir so gewünscht, dass er dabei war, weil die letzte Challenge war mit ihm sowas von geil, hat so viel Spaß gemacht. Aber dafür war die Lasergurke Alex mit dabei. Auch schöne Grüße an dich, war wirklich top, was du dabei warst. Würde mich freuen, wenn wir in Zukunft ein bisschen öfter spielen würden. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und diese Benachrichtigung geht mir auf die Nerven. Ah. Gut, ich komme nur zum Ende. Jetzt nicht verzweifeln, ihr seid in GTA Online nicht gesperrt. Das sind einfach nur Wartungsarbeiten. Und morgen, ich denke mal, 6 Uhr vielleicht nicht, aber 7, 8 Uhr, 9 Uhr vielleicht sogar mitteleuropäischer Zeit, wird der Server wieder online sein oder die Server. Und dann könnt ihr auch mit mir zusammen wieder GTA Online spielen oder mit den anderen Jungs da draußen. Ja. Nicht verzagen. Immer den René fragen. Das war mies. Egal. Ich komme zum Ende und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allen Dingen informiert, dass ihr euch jetzt nicht verzweifelt, warum ihr in GTA Online nicht mehr reinkommt. Bleibt sauber, Leute. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.